Bienvenido de Mexiko. Schön bist du wieder dabei. In dieser Folge sind wir auf den Spuren der Mayas. In Chiapas und der Halbinsel Yucatan gibt es zahlreiche Maya-Ruinen. Wir haben viele davon besichtigt. Welche sich wirklich lohnen, verraten wir dir in diesem Video. Viel Spaß! Wir sind im Dorf Frontera Corozal angekommen und wie es der Name schon sagt, befinden wir uns in Grenzregion. Auf der anderen Seite des Flusses befindet sich nämlich Guatemala. Und genau hier startet unser Abenteuer in die Vergangenheit. Angefangen mit der ersten Ruine in Yaxchilán. Speziell an dieser ist, dass sie nur per Boot erreicht werden kann. Deshalb soll es ein spezielles Abenteuer sein. Mal schauen, morgen früh um 7 nehmen wir eines dieser Boote und fahren rund eine Stunde bis zu den Ruinen, werden 2 Stunden vor Ort verbringen und dann wieder 1 Stunde zurückfahren. Montagmorgen um 7 Uhr und es geht los in den Dschungel. Insektenspray ist bereit, wir sind auch bereit. Mal schauen, was uns bei den Yaxchilán-Ruinen erwartet. Pushing my emotions, all these pictures in my head. I've got a reason not to tell you, I will let you guess instead. Seeing light in your eyes and the sun in your smile. Let's just sit and talk for a while. Seeing colors and flowers on the edge, and I try to catch myself but I'm too far ahead now. Yaxchilán war besiedelt zwischen 250 bis 900 nach Christus, bevor die Stadt dann fiel. 1970 wurde sie entdeckt und die Arbeiten für die Ausgrabung haben begonnen. Es ist eine spezielle Stimmung hier in den Ruinen mitten im Dschungel. Alles voller Brüllaffen, die schreien auch wieder von den Bäumen und eine große Tukan-Familie haben wir auch gesehen. Ein Ausflug, der sich definitiv gelohnt hat. Von der Größe her gibt es bestimmt größere Ruinen, allerdings das Ganze drumherum mit der stündigen Fahrt durch den Dschungel, die Ruinen selber mitten im Dschungel mit den Brüllaffen hinten dran, Tukan-Familie, die vorbeifliegt und Ruhe pur, hat definitiv etwas Spezielles. Und das Schöne ist, einmal mehr haben wir auch den Vorteil, dass wir mit dem Camper unterwegs sind. Wir konnten nämlich direkt hier am Fluss schlafen und die erste Tour morgens um 7 Uhr machen. Wir waren 2 Stunden lang alleine und jetzt bei der Rückfahrt kamen uns doch ein paar Touristenboote entgegen. So 7, 8 Boote waren das schon. Keine Ahnung, wo die Touristen auf einmal herkommen. Wahrscheinlich von Palenque. Wir genossen es auf jeden Fall alleine. Und jetzt geht's weiter nach Bonampak. Die Ruinen von Bonampak sind leider von unserem Programm gestrichen. Wir wollten die Straße abbiegen, rund 15 Kilometer Abzweigung bis zu den Ruinen. Leider war jedoch eine Straßensperre mit Steinen abgesperrt und ein halboffizieller Taxistand vorne dran mit einer einzigen Person, die meinte, wir müssen das Taxi nehmen. Und da wir ein eigenes Fahrzeug haben und wir keine Lust haben, 40 Minuten mit dem Taxi nach hinten zu fahren, ja, lassen wir es sein. Wir werden noch viele andere Maya-Ruinen sehen und darum geht es jetzt weiter Richtung Palenque. Sandra hat mal wieder einen Toppass übersehen und wir sind mit, keine Ahnung, Ausgeschwindigkeit 40 oder so drüber gerast. Ja, macht keinen Spaß. Hinten sind sicher wieder die Schränke offen, alle Kleider am Boden. Ja, will man nicht erleben. Aber Hauptsache motzen, wenn ich am Steuer sitze. Nachdem wir die anstrengende Fahrt mit 2 überfahrenen Topes überstanden haben und vor allem eine viel längere Fahrt, als wir eigentlich geplant hatten, da Bonampak ins Wasser fiel, sind wir wieder einmal im Paradies angekommen. Einmal mehr. Ein herrlicher Platz mit einem wunderschönen Wasserfall in der Nähe von Palenque, wo wir uns erfrischen können. Echt cool, und dies dank 2 unterschiedlichen Tipps von 2 Reisenden und einem Mexikaner. Muchas gracias! Für uns ist das ein kleiner Zwischenstopp, bevor es mit den Maya-Ruinen morgen weitergeht in Palenque. Eine der größeren Ruinen und vor allem auch bekannteren. Hoffen wir mal, dass es nicht allzu touristisch sein wird. Oh, stay right beside me. Watch me, cross, watch me, cross, watch me. Just watch me. Wir sind in Palenque angekommen. Wir haben uns bei einem Restaurant einquartiert und gehen jetzt morgens um 8 die Ruinen von Palenque besuchen. Am Morgen soll es am schönsten sein und die Hoffnung ist groß, dass es noch wenige Touristen hat. Wir haben es geschafft, wir sind drin. Als eine der ersten Touristen, die ersten Touristen, die rein durften um 8:30, sind wir hier vor den Ruinen. Wunderschön, leider darf man sie jedoch nicht mehr besteigen, was irgendwie verständlich ist, aber trotzdem ein bisschen schade. Palenque ist eine der am ersten entdeckten und besten erhaltenen Ruinen der Mayas. 20.000 Quadratkilometer groß und nur rund 7% von der ganzen Anlage sind ausgegraben. Palenque hatte ihre Blütezeit in der Spätklassik zwischen 600 bis 800 nach Christus. In dieser Zeit lebten rund 20.000 Menschen hier. Seit 1987 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der wichtigste Unterschied übrigens zwischen Klassik und Spätklassik ist die Ersetzung der Königreiche durch Städtebünde und Sippen. Die Mayas besiedelten hauptsächlich Yucatan und Chiapas sowie weitere Teile von Mittelamerika. Der ursprüngliche Name von Palenque ist Lakamha, was so viel bedeutet wie großes Wasser. Wohl auch deswegen, weil viele kleine Bäche durch die Anlage fließen. Die Kultur begann kurz vor dem Christentum und brachte viele Mathematiker, Architekten und auch Astrologen hervor. Im Vergleich zu Yaxchilán, wo wir ja auch besuchten vor einigen Tagen, ist Palenque deutlich touristischer. Obwohl wir jetzt immer noch alleine sind, merkt man doch, dass hier viele Touristen erwartet werden. Souvenirverkäufer stehen überall, die Dienste eines Guides werden überall angeboten. Wir werden noch weiterfahren nach Calakmul, was sich irgendwo im Nirgendwo mitten im Dschungel befindet. Dort hoffen wir, dass wir die Kombination aus beiden sehen werden. Großer Tempel, isoliert im Dschungel, keine Touristen. Wir sind allerdings nicht sicher, ob wir mit dem eigenen Fahrzeug hinkommen. Wir werden es sehen. Zum zum Nachtessen ist es leider nichts geworden. Sandro hat das Material im Fluss verloren, macht keinen Sinn hier weiter zu üben. Dafür haben wir das Frühstück gleich neben Ueli. Ein Orangenbaum. Heute haben wir nach rund 6-7 Wochen den Bundesstaat Chiapas verlassen. Jetzt sind wir in Campeche angekommen. Und zwar sind wir unterwegs, für weitere Maya-Ruinen anzuschauen, unterwegs in den Dschungel. Auf halber Strecke circa haben wir einen Zwischenhalt gemacht, weil so 4 bis 5 Stunden Fahren pro Tag reicht uns eigentlich aus. Es wird dann irgendwann unbequem, vorne drin zu sitzen. Da genießen wir lieber irgendwo noch den Nachmittag und fahren dann am nächsten Morgen weiter. Den Weg bis hierhin haben wir schon mal geschafft. Wir sind in Calakmul angekommen. Die ersten 20 Kilometer durften wir mit dem eigenen Fahrzeug noch fahren. Die Straße war einigermaßen okay. Also die Straße war okay, aber es hatte doch schon recht viel Dschungel und tief hängende Bäume. Ein paar haben wir mitgenommen. Aber ja, alles gut gegangen. Und hier können wir jetzt vor dem Eingang kontinuierlich übernachten. Ab hier ist es nicht mehr erlaubt, mit dem Camper weiterzufahren. Mietauto wäre okay, aber wir sind offensichtlich zu hoch. Aus diesem Grund nehmen wir mal wieder unser Motorbike und fahren mit dem Bike rein. Also die Anfahrt hierhin war schon mal ziemlich cool. 40 Kilometer durch den Dschungel, mit dem Motorrad kein Problem. Auch mit Tueli wäre es ja so knapp gegangen. Es hatte schon tiefe Äste und wir hätten sicher den ein oder anderen Baum ein bisschen gekürzt. Deswegen verstehen wir das auch, dass sie nicht wollen, dass wir hier mit Wohnmobilen mit dieser Höhe durchfahren. Alles gut, wir konnten ja das Bike nehmen und das war echt eine coole Stimmung. Ein Jaguar haben wir leider nicht gesehen, braucht es wohl ein bisschen mehr Glück dazu. Obwohl diese offensichtlich schon ab und zu mal gesichtet werden. Nicht von uns. Völlig alleine sind wir hier mitten im Dschungel, respektive 2 andere Parteien sind noch irgendwo unterwegs. Verteilt sich aber relativ gut, da die Anlage ziemlich groß ist. Die Brüllaffen geben wieder alles. Cool ist vor allem auch, dass man die Pyramiden hier noch besteigen darf. Das gibt doch nochmal ein ganz anderes Gefühl, als einfach von unten nur hochzuschauen, wie das in Palenque zum Beispiel möglich war. Echt cooler Ausflug. We did it! Oben sind wir. Ziemlich steil die Treppen hier hoch. Ein bisschen Morgensport tut auch ganz gut. Und hier haben wir eine herrliche Aussicht über den Dschungel und man sieht die anderen Ruinen von hier aus. Wir sind wirklich beeindruckt von diesen Ruinen. Also wir sitzen hier auf einem ca. 1500 Jahre alten Steinhaufen. Steinhaufen, genau. Trinken unseren Kaffee, den wir heute Morgen noch bereit gemacht haben im Wagen. Ja, und schauen über den Urwald hinaus. Unten in den Bäumen raschelt es überall sind die Affen, die rumspringen. Echt cool. Man kann sich wirklich ein bisschen vorstellen, wie hier vor, ja, wie gesagt, 1500, 2000 Jahre her Opfergaben gemacht wurden und ein bisschen das Leben stattgefunden hat. Ja, spezielle Stimmung, definitiv. Der Weg hat sich gelohnt. Es ist kurz vor 1 Uhr, wir haben die Ruinen besichtigt, wir waren um 8:30 etwa hier. Es lohnt sich definitiv früh aufzustehen, weil der Parkplatz ist jetzt voll, drinnen hat es doch einiges an Leute, vielleicht auch weil Sonntag ist, aber die meisten sind ausländische Touristen. Also es lohnt sich unbedingt, Ruinen so früh wie möglich zu besichtigen. Wir waren 2-3 Stunden lang mit 2 anderen Pärchen ziemlich alleine unterwegs. von Bekan sind eigentlich geschlossen. Wir wollten vorne noch reinfahren, damit wir hier übernachten können, weil es schon abends um 6 ist und wir langsam einen Schlafplatz brauchen. Leider geschlossen aufgrund Corona-Pandemie. Wir haben die Nachbarn gefragt, haben dort jetzt einen super Stellplatz in der Straße. Echt schön, gemütlich, hoffentlich sicher. Und wollten die Ruinen anschauen. Es war trotzdem ein Wächter hier, wie meistens. Und wir können jetzt für ein paar wenige Pesos trotzdem reingehen. Und haben die Ruinen ganz für uns alleine. Let's go. Es war ein langer, aber sehr beeindruckender Ruinentag. Viele Treppen sind wir gelaufen, sehr viele. Ziemlich steil, diese Maya-Ruinen. Also das waren crazy people, die Mayas. Hochkommen ist ja noch eines, aber runter ist schon ein bisschen tricky teilweise. Und weil wir heute so viele Treppen gelaufen sind, gibt es jetzt ein kühles Bier. Das ist natürlich typisch schweizerisch. Sie haben uns gestern gesagt, dass dieser Park 8 Uhr morgens öffnet. Jetzt ist 7.59 Uhr und die Schweizer stehen vor dem Eingangstor und es lockt. Wir müssen uns noch an die Manjana-Mentalität gewöhnen. Nein, sind wir natürlich schon, Spaß beiseite. Wir sind heute schon 6 Uhr morgens aufgestanden, haben gefrühstückt und sind bereit für den Tag. Geben denen jetzt 10 Minuten, Viertelstunde Zeit, ansonsten gehen wir weiter den nächsten Park besichtigen. Wünscht uns Glück. Es ist eine spezielle Stimmung, nicht nur weil wir alleine sind, einmal mehr. Sondern Morgenstimmung ist immer etwas Besonderes, mitten im Dschungel, bei Maya-Ruinen. Der Nebel liegt noch über den Ruinen, es tropft noch von den Bäumen, weil es noch feucht ist. Coole Stimmung! Die Fassade hier an diesem Gebäude soll eine der besterhaltensten sein von allen Maya-Ruinen. Und in der Tat sind die Strukturen doch noch sehr gut erkennbar. Wir waren jetzt circa 1,5 Stunden in der Ruine Chicanná unterwegs und ja, waren wirklich die einzigen Touristen hier. Es lohnt sich, die kleinen Ausgrabungsstätten anzusehen, denn es ist ein schönes Gefühl, alleine morgen früh durch diese Ruinen schlendern zu können. Macht Spaß, macht wirklich Spaß. Im Moment die letzten Ruinen, die wir besichtigen werden, nämlich die Ruinen von Etzná. Die Nacht konnten wir direkt vor dem Eingangstor verbringen und nun warten wir darauf, dass sie öffnen. Kurze Einwendung, wir wurden wirklich gut bewacht und das weiß ich ganz bestimmt, denn unsere Räder an Whaley sind wieder mal komplett von Hunden markiert. Ja. Ja. Das passiert hier leider immer wieder in Mexiko, aber ja, was soll's. Ich habe das Gefühl, unsere Felgen werden noch wegen der Hundepisse wegrosten. Wir schauen uns diese Ruinen jetzt noch an und dann sind wir kurz davor, am Beach zu sein. Wir sind nämlich nur noch rund 1 Stunde von Campeche entfernt, ein Pueblo Mágico, wo wir wieder mal ein paar Tage stehen werden. In der letzten Zeit sind wir nämlich relativ viel gefahren. Wir haben rund 600 Kilometer gemacht in der letzten Woche. Wir haben sehr viele Ruinen besichtigt und jetzt ist mal wieder Zeit, ein bisschen zu stehen, Unterhaltsarbeiten zu machen, ein bisschen zu erholen und vor allem auch die ganzen Maya-Ruinen zu verdauen. So viele Eindrücke wir hier auch aufnehmen, irgendwann muss man sie auch ein bisschen verdauen. Nun dürfen wir offiziell rein. Es ist so geil. Hauptsache, wir sind überall die Ersten.